Hallo zusammen, ihr wisst ja, dass ich im Moment richtig viel um die Ohren habe. Ihr könnt es ja schon sehen, Möbel werden abgebaut, alles muss eingepackt werden und transportiert werden. Also komme ich im Moment nicht zu Skat-Videos, aber wie es der Zufall so will, habe ich einen jungen Mann, der auch das letzte Rätsel geliefert hat und der hatte richtig Lust, zu dem Rätsel auch mal ein Video zu machen und deswegen nicht erschrecken, gleich im Anschluss einmal das Video von Marian zu seinem Rätsel Nummer 73, ein fragwürdiger erster Stich. Bühne frei. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marian und ich habe euch eine Skat-Verteilung mitgebracht, die ich dann auch als Rätsel in der Skat-App eingereicht habe. Das ist Rätsel Nummer 70, glaube ich. Und dort wird mit offenen Karten gespielt, weil es aus der Gegenpartei zu lösen ist. Aber da ich glaube, dass auch mit verdeckten Karten in dieser akuten Verteilung wirklich einiges an Überlegungen angestellt werden können, die ich gerne mit euch teilen möchte, habe ich entschieden, da auch einmal selbst ein Video dazu zu machen. Also, los geht's! Wir schauen in vorne in die folgende Karte. Mit am Tisch zwei kreative, durchaus passable Skatspieler. Aus der Mittelhand wird uns 18 geboten. Wir haben zwar einiges an Säulen, aber kommen nicht weiter als 4 Trümpfe und haben nochmal ein Ass, also steigen aus. Hinterhand bietet darauf 20, worauf Mittelhand aussteigt. Und nach Skatabnahme und Drückung wird dann vom Alleinspieler in Hinterhand Karo angesagt. Wir öffnen ganz normal mit der blanken Kreuz 10. Wir können sowieso nicht alle volle bekommen. Wir können also gerne riskieren, eins zu verlieren. Und es ist ja auch eine sehr gute Klärungskarte. Unser Mitspieler legt darauf recht zügig die Eichel 8. Der Alleinspieler überlegt kurz und bedient dann mit der Eichel 7. Als nächstes wollen wir dann einfach die nächste Farbe klären und glauben, dass wir auch ein Herz nicht viel verkehrt machen können. Wir haben dort Ass und 10, können dem Alleinspieler so nichts freispielen, unserem Mitspieler nichts kaputt spielen. Auf das Herz Ass wird dann von unserem Mitspieler die Herz Dame bedient. Und der Alleinspieler bedient die Herz 9. Und an der Stelle die Frage in die Runde: Wie sollte jetzt weitergespielt werden und warum? Wer diese Frage von hier aus korrekt beantworten kann und alle Überlegungen korrekt angestellt hat, dem zolle ich den höchsten Respekt, weil diese Überlegungen sind tatsächlich nicht ohne. Die erste Frage, die man sich eben stellen muss, ist: Wer hat das Kreuz Ass? Angenommen, unser Mitspieler hat das Kreuz Ass. Dann sitzt er vermutlich auf Ass König Lusche oder einer Viererlänge mit dem Ass, oder, weil zu kurz kann das nicht sein, sonst hätte der Alleinspieler ja Kreuz gespielt. Das heißt, typischerweise, wenn das Ass dann nicht genommen wird, hat der Mitspieler dann diese Überlegung aus der Viererlänge: Nehme ich das Ass mit, nehme ich es nicht mit? Nie einfach. Dagegen spricht die Tatsache, dass er sofort legt, also sofort seine Karte legt, während der Alleinspieler leicht zögert. Zugegeben, die Überlegung ist immer etwas haarig, weil das ja auch künstlich manipuliert werden kann, wie lange ich jetzt überlege. Aber so für das Bauchgefühl ist das immer ein guter Kompass. Jetzt ist die Sache so, das ist nicht nur ein Bauchgefühl, dass man das Ass dem Alleinspieler geben sollte, sondern man kann, wenn man sehr tief in die Karte einsteigt, sich auch überlegen, dass wenn der Mitspieler das Ass führt, dass dann der Ausgang des Spiels im Prinzip feststeht. Und zwar wird der Alleinspieler bei 20 gereizt ja höchstwahrscheinlich die beiden Alten haben. Wenn nicht, ist sein Spiel sowieso schon super schwach nach der Eröffnung, in der schon 24 Punkte bei der Gegenpartei gelandet sind. Und auch noch einige volle parat stehen. Das heißt, beim 7-Trümpfer müsste der Alleinspieler schon trotzdem noch beide Alten haben, um das Spiel zu gewinnen. Und dann wiederum gewinnt er es auch automatisch, egal was die dritte Fehlkarte ist, die er mitführt. Hat der Alleinspieler wiederum einen 6-Trümpfer,
ist es auch wieder egal, wie die Beikarte aussieht. Weil er dann auch schon viel zu schlecht steht, wenn er nicht noch das Kreuz Ass führt. Kurz gesagt, und das wirklich zweifelsfrei darzulegen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Kurz gesagt, wenn unser Mitspieler das Kreuz Ass hat, was wir erstens nicht für plausibel halten, weil wir aus dem Bauch schon sagen, na gut, der überlegt hat, das Kreuz Ass. Aber wenn er es doch hätte, wäre der Ausgang des Spiels nicht von dem nächsten Zug abhängig. Das heißt, wir gehen ab jetzt davon aus, der Alleinspieler hat das Kreuz Ass. Dann ist die Frage, wie kommt er jemals darauf, nicht die blanke 10 mitzunehmen? Und das einzige Motiv, was einem dann noch einfallen kann, vorausgesetzt, man geht vom korrekten Spiel aus, oder zumindest vertretbarem Spiel aus, ist, dass er Angst hatte, danach auf der Kreuzfarbe platt gemacht zu werden. In dem Sinne, dass er danach nur noch die beiden tiefsten Karten hat, der Mitspieler die beiden Bilder fortsetzen kann, der Alleinspieler zweimal bedienen muss und keinerlei Kontrolle mehr drin behält. Wenn man jetzt ein Spieler ist, der lieber Kontrolle behalten möchte, kann man mal auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann halte ich mir lieber Ass Lusche noch drin. Im Prinzip, wenn man davon ausgeht, dass es nicht zu Abstichen kommt, schont man eigentlich auch nur ein Bild. Also es ist letztendlich der Kampf darum, ein Bild zu gewinnen. Hat natürlich auch Nachteile, aber wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass das Ass beim Alleinspieler sitzt, dann kann es nur sein, weil er Angst davor hatte, nachdem er das Ass mitnimmt, zwei Bilder gegen zwei Luschen stehen zu haben. Wenn jetzt noch eine Gabelposition da wäre, würde er vermutlich immer das Ass mitnehmen. Das heißt, in den fortlaufenden Überlegungen gehen wir davon aus, dass hier Ass und Lusche stehen und unser Mitspieler noch beide Kreuzbilder hat. Wie geht's weiter? Nun ja, es gibt noch einen Aspekt, aus dem wir noch keine Informationen der Kartenverteilung rausgewonnen haben, der aber auch einiges beinhaltet, und das ist die Reizung. Unser Mitspieler hat ja auch 18 gereizt, der Alleinspieler 20. Was die 20 vermutlich bedeutet, dass beide Alten beim Alleinspieler stehen, weil sonst das Spiel wiederum viel zu einfach zu schlagen geht. Ist der kleinere Teil der Übung. Der größere ist, was bleibt dann eigentlich noch für unseren Mitspieler übrig? Er hat das Kreuz Ass nicht. Er hat keine einzige 10 im Blatt. Er hat auch die beiden Alten nicht. Wie kann er dann noch 18 haben? Na gut, er muss alle anderen guten Karten in diesem Spiel haben. Alle anderen guten Karten sind in dem Fall alle Karten in Peak. Die Frage ist eben, welche Farbe kann er überhaupt gereizt haben? Null ist es sicher nicht. Er ist ja bei 18 ausgestiegen. Karo wird er nicht gereizt haben. Herz wird er nicht gereizt haben. Kreuz wird er auch nicht gereizt haben. Das heißt, er muss Peak gereizt haben. Und das Stärkste, was im Peak eben noch übrig bleibt, sind die vier Peak-Karten. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, okay, vier Peak-Karten, dreimal, also einen dreifachen Kreuz-König, dann müssen die beiden verbliebenen Karten, damit man sich damit ein 18 rausquält, mindestens doch noch der verbliebene Bube und das 5 Ass. Das heißt, auf diese Karten können wir zweifelsfrei unsere Mitspieler zuordnen, weil selbst diese Karte, wenn wir uns erinnern, hier ist es noch eine Herzlusche oder ein Herzbild, Herzdame war es, Herzdame und Kreuzlusche daneben, das ist an sich schon eine fragwürdige 18. Aber noch im Bereich des Möglichen. Wenn wir jetzt hier irgendwas verschlechtern, indem wir ihm eine Pik-Karte wegnehmen oder indem wir das Karo Ass entfernen, dann ist das eine Harakiri 18 und davon gehen wir an der Stelle nicht aus. Das heißt, die einzige plausible 18 von unserem Mitspieler muss so aussehen. Das bedeutet, dass für den Alleinspieler noch 6 Trümpfe übrig bleiben. Im Stock liegen Herz König und Lusche. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir mit offenen Karten weiterspielen, wie das ja auch in dem Skat-Rätsel passiert, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass uns hier niemand die Karten aufgedeckt hat. Tatsächlich ist alles, was wir jetzt sehen,
mehr oder weniger zwingende Skatlogik und dafür schätze ich diese Verteilung so sehr, dass ich mir dachte, das muss irgendwie der Welt gezeigt werden. Darüber möchte ich ein Video sehen. Da ich nun aber schwer Daniel sagen kann, mach doch mal ein Video über diese Verteilung, die ich so toll finde. Dachte ich mir, nein, das musst du selber machen. Daniel hat auch sofort zugestimmt, das über seinen Kanal laufen zu lassen. Danke dafür an der Stelle nochmal. Und jetzt ist es Zeit, ein Feuerwerk anzuzünden. Nämlich, wie sieht denn nun, nachdem wir alle Informationen zusammengesammelt haben, wie sieht denn nun der Gewinnplan aus? Allen, die jetzt den Weg gefunden haben, immer noch herzlichen Glückwunsch. Nur zur Erinnerung, wir bewegen uns gerade auf dem Schwierigkeitsgrad von dem Skat-Rätsel. Wir haben letztendlich nur die Karten aufgedeckt. Es ist immer noch Feuer drin und es ist immer noch nicht ganz klar, wie weiter zu spielen ist. Und gerade dafür schätze ich eben diese Verteilung. Es geht also darum, ein Feuerwerk anzuzünden. Und was bedeutet in diesem Fall hier Feuerwerk, wenn wir auf die Karte gucken? Was ist die Hauptdrohung der Gegenpartei? Die Hauptdrohung ist natürlich, das Kreuz Ass abzustechen. Was ist die Hauptdrohung vom Alleinspieler? Die Hauptdrohung vom Alleinspieler ist es, alle Trümpfe einzusammeln. Sodass danach das Ass nicht mehr gestochen werden kann. Stellen wir uns vor, der Alleinspieler wäre jetzt im Anspiel. So würde er die beiden Alten abziehen, danach die Trumpflosche spielen und er kommt wieder in die Hinterhand und kann die Kreuzlosche abwerfen. Die Gegner haben keinen einzigen Trumpf mehr. Das bedeutet, es darf schon mal nicht dazu kommen, dass der Alleinspieler sticht, Trümpfe abzieht und die Trumpflosche wieder spielt. Das heißt, Gig ist sicherlich schon mal keine Option. Was passiert, wenn wir Trumpf spielen? Wenn wir Trumpf spielen, können wir auch wieder einen Vorschub spielen, aber letztendlich ist das dann ja so, als ob der Alleinspieler in vorn wäre und zwei Alte gezogen hätte. Wird also auch nicht reichen. Das werden wir später auch mal genau sehen. Wenn wir die Herz 10 spielen, wird auch nur überstochen werden oder gestochen werden, wenn unser Mitspieler sticht, ist das sicherlich auch schon mal gut. Aber dann wird auch wieder nur gestochen, überstochen, Trumpf gezogen, Trumpflusche gezogen. Wir machen danach, also erster Stich, zweiter Stich. Hier kann man, wenn man jetzt so spitz ist, auch schon die zwei Punkte schonen, wie gesagt. Und jetzt ist die Situation wie folgt. Wir können zwar jetzt hier zwei Stiche machen, das sind 14 und 15. Wir haben 24 Punkte liegen. Das heißt, wir haben... Na, 24 und 21 sind 5. Und 40 und nochmal 18, 53. Und jetzt ist aber eben das Problem, dass wir, wenn wir von hier aus antreten, was wir müssen, die 10 anbieten müssen, damit nicht abgewogen wird. Mehr als 4 Punkte können wir sonst nicht auf den Tisch legen. Und nachdem wir sie angeboten haben, eben wir keine einzige Karte mehr zum Laden haben. Das heißt, an der Stelle sieht man, wie wichtig die Herz 10 war. Wenn wir jetzt noch ein volles Mehr gehabt hätten, könnten wir das anbieten und hätten das Spiel geschlagen. Das heißt, der Unterschied ist eben, dass wir nicht die Herz 10 anbieten, sondern in diesem Gewühl von einer Kartenverteilung die Herz 8 spielen mit eben der gleichen Idee, dass wir unseren Mitspieler vorbringen mit dem Herz Buben. Der muss dann auch stechen, aber aus der Perspektive ist alles gar nicht so schwer, weil diese große Frage, wer hat Kreuz Ass, ist für unseren Mitspieler sehr einfach zu beantworten.
sodass wir den Alleinspieler nur ins Anspiel kommen lassen, indem er einen schwarzen Buben verbrennt. Weil er jetzt hier 2 Punkte überstechen muss. Warum muss er das überstechen? Nun ja, wenn er es nicht tut. Achso, wenn er es nicht tut, wirft er natürlich Kreuz Lusche ab. Wir haben dann 26 Punkte. Es geht weiter mit Kreuz König, Kreuz Ass, Trumpf 10. Das macht dann 26 und 25 Punkte, 51 Zählaugen. Und jetzt, und der Zug musste auch gefunden werden, jetzt wird das Feuerwerk vollends angezündet. Und nachdem wir hier einen 25er Abstich erzeugt haben, legen wir nochmal 21 Punkte auf den Tisch, lassen den Alleinspieler zugreifen. Wieder mit der Idee, um ins Anspiel zu kommen, muss ein schwarzer Bube geopfert werden. Das ist das Hauptmotiv in dieser Verteilung. Und nachdem die 21 Punkte mitgenommen wurden, wird früher oder später hier nochmal ein 15-Augenstich passieren, sodass wir auf 65 Punkte kommen für den Fall, dass der Alleinspieler die 2 Punkte laufen lässt. Ist also keine Option. Das heißt, der Alleinspieler muss tatsächlich 2 Punkte mitnehmen, dafür einen schwarzen Buben opfern und wird dann am Ende, weil wir immer noch die Herz 10 haben, verlieren, weil wir, das hatten wir kurz durchexerziert, nachdem überstochen wird, ausgetrumpft und zurückgeschoben wird, haben wir dann eben noch den Zug Herz 10 zu opfern und Pik 10 zu laden. Und mit diesem Knall, also zuerst der 25 Punkte Abstich und dann der 21 Punkte Rückstich sozusagen, also das Angebot hier, jetzt sind wir quitt, wir haben 2 volle gekriegt, du, wir schenken dir auch noch 2 volle. Das ist genau das Motiv, dieses Spiel des Alleinspielers zu schlagen. Und so krass wird nur beim Skat gewittert. Also vielen Dank für alle, die dieses Video gesehen haben und aufmerksam versucht haben, meinen Erklärungen zu folgen. Ich muss natürlich zugeben, ich habe viel zu lernen und werde sicher niemals an die Qualität von Daniel ranreichen. Aber das war es mir wert. Vielleicht gibt es in Zukunft auch noch mehr von mir zu hören, wenn mir das hier alles gefällt. Und ja, ich denke an der Stelle. Wir sehen uns. Und wie immer.